Christoph Metzelder in der Defensive. Für den Ex-Nationalspieler geht es in den kommenden Tagen um alles. Freispruch oder Schuldspruch? Konkret, besaß und verschickte Metzelder Kinderpornografie von seinem Handy? So lautet zumindest die Anklage der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Metzelder selbst werde sich frühestens vor Gericht zu den Vorwürfen äußern, schreibt sein Anwalt. Und weiter? Die Verteidigung hat immer darauf hingewiesen, dass aus ihrer Sicht vorrangig etliche prozessuale Probleme zu klären seien, unter anderem eine fragwürdige Beschlagnahme des Mobiltelefons. Völlig unabhängig vom Strafprozess wird sich mein Mandant jedenfalls seiner moralischen Verantwortlichkeit stellen. Christoph Metzelder war bekannt für sein gesellschaftliches Engagement. Mit seiner Stiftung kämpft er gegen Kinderarmut und soziale Benachteiligung von Kindern. 2011 bekam er den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Berichterstattung vor dem Prozess auch deswegen enorm. Natürlich hat auch die zuständige Richterin hier die Berichterstattung um den Fall Metzelder sicherlich gelesen, mitbekommen. Aber es ist jetzt ihre Aufgabe, unvoreingenommen an die Sache heranzugehen. Denn die Verurteilung oder auch einen Freispruch darf sie nur auf das stützen, was in der mündlichen Verhandlung passiert. Im Falle einer Verurteilung wäre eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren möglich. Experten rechnen bei einem Schuldspruch aber mit einer geringeren Strafe. Dafür spreche die Wahl des Gerichtes. Hier ist das Verfahren vor der Einzelrichterin am Amtsgericht eröffnet und das bedeutet, dass sowohl die Staatsanwaltschaft als auch das Gericht bisher davon ausgehen, dass auf keinen Fall eine Strafe rauskommt, die höher ist als 2 Jahre. Das Gericht in Düsseldorf hat für den Prozess 3 Verhandlungstage angesetzt. Am 10. Mai soll das Urteil fallen. Mein Kollege Tobias Reckmann beobachtet den Prozess für uns in Düsseldorf. Herr Reckmann, wie ist der aktuelle Stand bei Ihnen? Ja, der aktuelle Stand ist so, dass die Hauptverhandlung, der Prozess, gerade unterbrochen ist. Und zwar für ein sogenanntes Rechtsgespräch. Das bedeutet, dass die Verteidigung zusammen mit der Staatsanwaltschaft und der Richterin zusammenkommen, um, ja, man könnte es zugespitzt sagen, zu versuchen, einen Deal zu finden, eine schnelle Einigung. Und wenn das erfolgreich ist, dann könnte es möglicherweise heute schon ein Urteil geben. Wie erleben Sie denn Christoph Metzelder heute? Das war sicherlich heute kein einfacher Auftritt für ihn. Und der Tag begann für Christoph Metzelder im Grunde mit einem Rückschlag. Seine Anwälte hatten zuvor den Wunsch an das Gericht geäußert, dass Christoph Metzelder durch den Hintereingang kommen dürfe. Das hätte ihm sozusagen ja den Spießrutenlauf entlang der ganzen Foto- und Fernsehkameras erspart. Dieser Wunsch wurde aber vom Gericht abgelehnt. Christoph Metzelder musste also durch den Haupteingang kommen, entlang an allen Kamerateams, entlang an allen Fotografen. Und das war sicherlich nicht der Auftakt zu diesem Tag, wie sich ihn die Verteidigung von Christoph Metzelder gewünscht hätte. Ihm wird ja Besitz und Verbreitung kinderpornografischen Bildmaterials vorgeworfen. Wie schwer wiegt denn die Beweislast der Staatsanwaltschaft? Es gibt Beobachter, die sagen, dass die Beweislast in diesem Fall erdrückend sei. Die Staatsanwaltschaft hat in ihrer Anklage wirklich minutiös vorhin aufgelistet, wann und in welchem Umfang Christoph Metzelder kinderpornografische Dateien besessen und versendet haben soll. Diese Bilder wurden dann auch sehr, sehr genau beschrieben und es war kein Zweifel, dass das wirklich, ja, Darstellungen von schwerster Kinderpornografie sind. Und die Staatsanwaltschaft will nun jetzt in diesem Verfahren beweisen, dass Christoph Metzelder es war, der diese Fotos besessen und auch versendet hat. Was sagt er denn selbst dazu? Christoph Metzelder hat sich ja bislang in diesem Verfahren und auch seit der Anklage, muss man ja sagen, gar nicht dazu geäußert. Hat heute, nachdem die Staatsanwaltschaft ihre Anklage formuliert hat, hat er eine kurze persönliche Erklärung abgegeben. Auch er selbst, also nicht über seinen Anwalt, sondern er hat sich selbst zu Wort gemeldet. Er ist aber in dieser Erklärung mit keinem Wort auf die Vorwürfe eingegangen, die ihm die Staatsanwaltschaft zur Last lege, sondern er hat im Grunde in Kurzform seine Biografie referiert und dann hat er sehr stark sein gesellschaftliches Engagement betont. Unter anderem seine Stiftungsarbeit hat er erwähnt und die gesellschaftlichen Projekte, für die er sich einsetzt. Das ist das, was er bislang heute gesagt hat.
Lassen Sie uns nochmal zurückschauen. Das Ganze ist ja überhaupt ins Rollen gekommen, weil eine Frau aus Hamburg, mit der Metzelder eine Affäre gehabt haben soll, von ihm mutmaßlich kinderpornografische Fotos auf ihr Handy geschickt bekommen hat und das dann auch gemeldet hat. Die Frau wird aber jetzt nicht aussagen. Warum eigentlich nicht? Ja, das hat einen einfachen Grund, weil gegen die Frau auch ermittelt wird. Also die Frau muss sozusagen sich in einem eigenen Verfahren, das in Hamburg liegt, verantworten. Das hat eben den Grund, sie hat ja sozusagen diese Dateien bekommen. Die Verteidigung im Fall Metzelder sagt auch, sie hat ja aktiv nach diesen Bildern gefragt, hat Metzelder ermutigt sozusagen, ihr diese Bilder zu schicken. In jedem Fall hat sie, so sehen es die Staatsanwaltschaften hier in Düsseldorf und in Hamburg, in jedem Fall hat sie diese Bilder bekommen. Das heißt, sie hat sozusagen auch diese kinderpornografischen Dateien, um die es gehen soll, bekommen, hat sie besessen. Das ist strafbar und deswegen gibt es eben in Hamburg auch ein Verfahren gegen sie. Und da wäre es, so sagt es ihr Anwalt, ist sehr unklug, wenn sie sich jetzt als Zeugin in einem anderen, nämlich in diesem Verfahren äußern würde, sich möglicherweise bewusst oder unbewusst auch noch selbst belasten würde. Und deswegen macht sie hier von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und tritt eben hier nicht in Erscheinung. Lassen Sie uns noch mal auf den Prozess bei Ihnen in Düsseldorf schauen. Was ist denn die Strategie der Verteidigung? Nun, die Strategie der Verteidigung hat im Grunde zwei Möglichkeiten. Zum einen gibt es eben jetzt die Möglichkeit, über die wir eingangs sprachen, dieses Rechtsgespräch, wo man eben versucht oder versuchen könnte, zu einer sehr schnellen Einigung zu kommen, eben möglicherweise heute schon ein Urteil. Das hätte aus Sicht der Verteidigung den großen Vorteil, dass man Metzelder zwei weitere Verhandlungstage vor der gesamten Öffentlichkeit ersparen würde. Der Nachteil daran, bei so einem Deal mit der Staatsanwaltschaft wäre aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mit einem Freispruch zu rechnen. Die zweite Strategie ist die, die auch der Anwalt von Metzelder vorher schon angekündigt hat. Und zwar will er sozusagen versuchen, das zentrale Beweisstück in diesem Prozess, nämlich das Handy von Christoph Metzelder, auf dem sich eben die kinderpornografischen Dateien befunden haben sollen, gar nicht als Beweismittel zuzulassen. Außerdem hat er angekündigt, die Hauptbelastungszeugin, über die wir gerade sprachen, sozusagen auch deren Vertrauenswürdigkeit in Frage zu stellen. Das könnte eine weitere Strategie sein, würde die zum Tragen kommen. Das würde dann eher dafür sprechen, dass sich dieser Prozess auch noch über die kommenden beiden Verhandlungstage hinzieht. Was droht denn Metzelder bei einer wirklichen Verurteilung? Also das Strafmaß oder der gesetzliche Rahmen bewegt sich zwischen einer Geldstrafe und 5 Jahren Freiheitsstrafe. Das Ganze ist aber von vielen Faktoren abhängig. Zum Beispiel, ob der Angeklagte Vorstrafen hat. Das ist in diesem Fall nicht der Fall. Es geht auch um die Frage, ob der Angeklagte sich kooperativ im Verfahren gezeigt hat. Und man kann auch tatsächlich an der Art des Gerichtes etwas ablesen. Wir sind hier vor einem Amtsgericht, vor einer einzelnen Richterin. Es gibt keine Schöffen. Und das deutet zum Beispiel beispielsweise darauf hin, dass sowohl das Gericht als auch die Staatsanwaltschaft beide davon ausgehen, dass es hier keine Strafe geben wird, die höher liegt als 2 Jahre. Sie kann natürlich deutlich niedriger sein. Es kann sein, dass es eine Geldstrafe gibt. Es wird, wenn es eine Haftstrafe gibt, würde die mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Bewährung ausgesetzt. Und natürlich ist auch ein Freispruch eine Möglichkeit. Tobias Reckmann, vielen Dank nach Düsseldorf für die Einschätzungen.